Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lobentro-Video und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf einen Dia-Abend 2.0. Und wer ist da? Dennis. Hi. Moin. Guten Moin. Tag. Deine Show, mach mit mir, was du willst. Das nehme ich wörtlich. Ja, wir haben uns wieder jeder zwei Fotos rausgesucht, die wir euch zeigen wollen und die wir gemeinsam mit euch ein bisschen bequatschen wollen. Und wir fangen einfach an. Dennis hat Gastrecht. Und du haust uns dieses schicke Foto hier rein. Ja, das ist ein relativ frisches. Ich war vor kurzem unterwegs, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, zum Thema Nachtfotografie mit einer Plastikkamera. Ich habe irgendwie das Bedürfnis verspürt, zu beweisen mal wieder, dass das eine echte Kamera ist. Inzwischen wiederhole ich mich da natürlich so ein bisschen mit meinem Prediger-Modus. Die Holger ist eine geile Kamera. Aber ich dachte, jetzt beweist du es auch noch mal nachts. Das habe ich bisher nicht gemacht. Okay. Und Nachtfotografie ist eigentlich eine Sache, die ich ganz, ganz lange schon auf dem Schirm habe. Weil ich sage, eigentlich willst du das mehr machen. Es ist ziemlich cool, eine Stadt nachts zu erleben und das zu fotografieren. Ist immer ein bisschen aktig, weil du eben so ein blödes Stativ mit dir rumschleppen musst und so. Das ist da nicht so einfach. Aber ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Zeit und dachte, komm, fährst du mal los und das Wetter war gut und bin dann losgejuckelt und habe mich vor das Brandenburger Tor gestellt und habe gesagt, so, was machst du jetzt, ist noch ein bisschen hell und habe dann einfach spontan mein Handy angeschaltet und einen Livestream gemacht vom Brandenburger Tor aus und bin dann auf Tour gegangen, weil dann dachte ich, jetzt hast du auch genug Videomaterial produziert, weil ich einfach keine Lust mehr hatte zu filmen beim Fotografieren auf einmal, weil das ist eine Produktionsgröße und nachts heißt, du musst noch einen Scheinwerfer mitnehmen. Und du musst eine Kamera auf dem Stativ bauen. Die Kamera, die dich filmen soll, muss ja auch irgendwo stehen. Das heißt, du hast zwei Stative dabei. Mhm. Das war eine ziemliche Produktionsgröße. Und das hat alles auf dem Fahrrad geschnallt. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Videokamera wird eingepackt. Ich mache einen schönen Aufsager am Ende und dann ist alles gut. Und jetzt wird nur fotografiert. Ja. Und habe mich dann da entspannt. Hier ist ein Bild aus der Friedrichstraße hingestellt. Und habe einfach diesen U-Bahn-Eingang immer angestarrt und dachte, es wäre total cool, wenn ich ein Bild kriege von jemand, der da runterläuft. Nun ist das eine Belichtungszeit von, ich glaube, so um die 20, 30 Sekunden. Das ist relativ lange. Und ich dachte, nie und nimmer wird diese Person da wirklich zu sehen sein. Weil das so lang ist. Normalerweise wird das dann so dünn, dass die Person im Prinzip verschwindet. Mhm. Aber Wunder, oh Wunder, die Person ist zu sehen. Und sie sieht ein bisschen aus wie ein Gespenst. Und es macht mir große Freude. Das war ein netter, normal aussehender Herr mit einem Rollkoffer. Aber auf diesem Bild sieht er halt aus wie Huibu das Nachtgespenst. Ja. Und das macht mir große Freude. Und sehr ich muss geil. Sagen, das ist ein schönes Bild. Ich habe beim Entwickeln eine Standentwicklung gemacht. Ich habe mal gelernt von Ted Forbes, dass man so bei so Nachtgeschichten, wo es sehr harte Kontrastunterschiede gibt, mit einer Standentwicklung arbeiten soll, weil das sozusagen die Grenzen zwischen hellem und dunklem noch besser ausarbeitet. Mhm. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich diesen Film natürlich nicht in zwei Varianten entwickeln konnte. Das heißt, im Prinzip glaube ich dem das mal und ich muss sagen, es sieht gut ich bin aus. Ganz zufrieden. Ja. Und man sieht sehr, sehr scharf, finde ich, dafür, dass das eine Plastikkamera ist. Ich meine, das ist ja nun irgendwie dieses Ding hier. Ne? Das ist jetzt irgendwie erkennbar kein Hightech. Allein schon dieses coole Teil hier ist schon ja. was Besonderes. Ne? So. Sieht ein bisschen aus wie Alarm am Brandenburger Tor auslösen damit. Aber es hat ist auch, wirklich. Hat auch nicht jede Holger, ne? Nee, das ist ein Zusatzteil. Das Ding ist im Prinzip. So, das ist die Holger. Und dieses Ding für 5 Euro okay. ist quasi ein Plastikrahmen. Mehr ist das nicht. Das steckst du vorne vor. Und jetzt habe ich meinen Kabelauslöser kaputt gemacht. Ich weiß, geht das dir auch so? Ich mache alle meine Kabelauslöser kaputt. Nö, meiner ist noch von der LCA, ja. der liegt hier noch rum. So, jetzt geht er wieder. Ich habe da ein echtes Talent für. Du drückst hier auf den Knopf und da kommt da so ein Stäbchen raus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera. Da, so, das und Ding. Und betätige dann den Plastikauslöser. Genau. Ja. Schieb dann das Ding runter. Also es ist super, man kann auch mit dem Finger arbeiten, aber dann wackelt die Kamera und deswegen. Ja, kommt auf meine Kaufliste. Ne, ist auch nicht teuer, im Gegensatz zu allem anderen von Lomography, was es so gibt. Das Ding kostet wirklich nichts. 5 Euro oder so. Okay. Das hier vorne drauf gestopft mit Gewalt. Das ist wirklich hier. Muss man sich was trauen? Gute Sache. Das ist sozusagen technisch die Voraussetzung. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zurück zum Foto. Ja. Ist richtig krass, dass das von so einer kleinen Plastikknipse ist, ne? Ja. Welchen Film hast du genommen? 200er ISO-Film. Ein, warte mal, Foma-Pan. Okay. Also. Auch nicht das teuerste, sondern irgendwie so ein guter, durchschnittlicher Allround-Schwarz-Weiß. Mhm. Und vorher war ich unterwegs, hatte einen 400er ISO-Film drin für die erste Rolle, ein paar Wochen vorher.
Und da habe ich das Gefühl gehabt, da waren die Belichtungszeiten alle so scheiße kurz. Das waren alles so 2 Sekunden, 4 Sekunden und so. Und ich wollte aber eher so ein bisschen Strecke. Und habe dann einfach gesagt, okay, reduzierst du mal auf das, was ein bisschen dir so sinnvoll erscheint. Ein 100er hatte ich nicht, habe ich dann 200er genommen. Ich habe kurz überlegt, ob ich den 50er nehme, den guten von Ilford. Der ist total schön, der Pan-F. Der ist einfach, hat fast gar keinen Korn. Der ist sowas von glatt. Aber das ist natürlich dann noch längere Belichtungszeiten. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Den nutze ich eigentlich sehr gerne für die Lochkamera. Weil dann hast du wirklich ewig Zeit und kannst dann wirklich sich da Sachen verschwimmen lassen und so. Ja. Aber der wär, damit wäre diese Person zum Beispiel auf dem Bild nicht aufgetaucht. Da wäre die Belichtungszeit zu lang gewesen. Mhm. Richtig cool, ne? Richtig schön. Ja, sehr, sehr schön. Gehen wir mal weiter zu meinem Foto. Ich habe auch eins mitgebracht und zwar das hier. Jo, schick. Auch ein schwarz-weiß Foto. Das ist gar nicht so toll geworden, finde ich, weil es fehlt ein Teil des Fotos. Aber ich wollte es mit reinnehmen, weil es ist tatsächlich eines meiner ersten Fotos, die ich selber entwickelt habe, jawohl. Willkommen im Club. Ja, danke. Auch eine Standentwicklung, hat auf Anhieb alles sofort geklappt. Ich war ja schon begeistert. Also das ist schon eine schöne Sache, wenn du das hast und du hast so ein bisschen den Nervenkitzel. Ich habe das nach deiner Anleitung gemacht und du hast schon ein bisschen den Nervenkitzel. Ist das jetzt alles kaputt gegangen oder kommt da wirklich was bei raus? Jetzt hatte ich einen Film genommen, wo ich einfach nur mal so zwischendurch mal abgedrückt hatte. Aber ich finde das Ergebnis gar nicht so schlecht. Und sauber. Ne, das ist doch, das war in Arnheim übrigens, wir waren in Holland und da hatte ich die Kamera mit, ist mit einer LCA gemacht, ein T-Max-Film und also für die ersten Aufnahmen finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also absolut. Hat Spaß absolut gemacht und ich werde jetzt werde das jetzt dann doch wahrscheinlich des Öfteren machen. Also ich werde jetzt erstmal, der Plan ist, mehr Schwarz-Weiß auf jeden Fall jetzt erstmal da reinzukommen, eine Sicherheit dafür zu kriegen und dann fange ich mit Bunt an und vielleicht dann mit den Vlogs, also dass ich dann wirklich vlogge, habe die Fotos direkt schon, kann schon mal das Bildmaterial, das Videomaterial zusammenschneiden, habe dann meine Fotos direkt, das wäre schon schön. Wenn sie mir nicht kaputt gehen, kann ich alles wieder löschen, was das Videomaterial angeht. Ne? Ja, aber es wird ja nichts kaputt gehen. natürlich nicht. Ja, das war Arnheim, direkt vorm Hauptbahnhof. Da sind so zwei große, also die waren wirklich riesig groß, große 3D-Aufnahmen gemalt worden. Und da konnte man sich, es wurde genau so Füße drauf gemalt, wo man sich hinstellen sollte und dann war das sehr, sehr cool. Ich muss sagen, das kommt sogar hier auf dem Foto, auf dem analogen Foto, ein bisschen besser zur Geltung, als ich das mit meiner Handykamera gemacht habe. Klar, kommt auch immer der Winkel drauf an, wie du es hältst, ne? Was du natürlich auf dem Handy besser siehst, als bei einer analogen Knipse. Und das fand ich mal sehr, sehr schön. Ich finde, die Fische sehen ein bisschen aus, als ob sie tatsächlich so ein bisschen hervorstechen. Ja. So ein Kreidebild oder was ist das? Ja, genau. Und dann wirklich in drei, also du siehst, wenn du davor stehst, siehst du natürlich nur was Verzerrtes und Umrisse und so, ne? Mhm. Und fand ich sehr, sehr schön. Hätten sie von mir aus noch viel mehr machen können. War natürlich eine Sensation. Danach war ich allerdings die Sensation, weil ich da mit meiner kleinen LCA plötzlich stand. Und ich hatte noch eine XR2 dabei. Also ich war in doppelter Mission unterwegs. Und hatte dann noch mein Handy. Also ich hörte für die anderen gar nicht mehr auf zu fotografieren. Und die haben sich alle gedacht, oh, wie viele Kameras hat der Mann denn noch dabei? Und neben mir stand noch die Frau mit auch noch einer Kamera in der Hand. Also perfekt, wir haben alles aufgehalten. Touristen halt. Musst du denen halt erklären. Leute, ich habe hier eine Mission. Ich bin ja der Lomtro und genau, ich mach das hier beruflich. Direkt Visitenkarten verteilt. Und schon dafür habe ich die übrigens. Für solche Fälle habe ich Visitenkarten dabei. Ja, wenn mich da einer schräg anquatscht, sage ich hier, Moment, ich bin offiziell unterwegs, zack, hier ist meine Visitenkarte. Und die Leute nehmen einen das dann ab als, ja, der weiß, der, das ist okay dann so. Ja, der weiß, was er tut. Wenn nicht, er kann sich ausweisen. Ja. Das ist wie so dieser alte Ausweis von den 3 Fragezeichen. Du brauchst einen Pappzettel. Ja, genau, dann hier, genau. Ich habe meine Visitenkarte eigentlich immer dabei, wenn ich einen Rucksack dabei habe. Und natürlich brauche ich die dann nie. Aber wenn du sie da mal bräuchtest, hatte ich jetzt am Wochenende schon wieder, wenn du da mal eine brauchst, dann hast du nur eine alte irgendwo im Portemonnaie, wo du schon sagen musst, das hier stimmt nicht mehr, das hier stimmt nicht mehr. Aber das da stimmt noch.
Ja, und der Rucksack steht dann halt zu Hause. Das ist, wenn man versucht, minimalistisch unterwegs zu sein. Völlig scheiße. Langen Podcast drüber gemacht, was man im Urlaub mitnehmen sollte und zu Hause lassen sollte. Möglichst wenig, das war meine Botschaft. Ja. Verheddert euch nicht in der Technik. So ist das. So, das sollte man auch an den Wochenenden beherzigen, das Ganze. Gehen wir rüber zu deinem Foto. Du hast ein Farbfoto mitgebracht noch. Ja. Das kenne ich. Das kenne ich. Ja, das habe ich schon mal gepostet. Das ist ein Foto aus Kuala Lumpur. Das ist geschossen mit diesem wunderbaren Stück hier für 2 Euro irgendwas. Eine Panoramakamera mit einer sogenannten Optical Lens. Die Stimme ist gerade ein bisschen belegt. Die kenne ich noch aus New York City. Genau, das Ding war zum ersten Einsatz in Kuala Lumpur und danach in New York. Okay. Und in New York habe ich auch einen Film drüber gedreht. In Kuala Lumpur war ich sozusagen eher so, zeitlich, es ging irgendwie nicht. Ich hatte gesagt, Kamera in der Tasche, 2 Stück, diese beiden hier. Ja. Und das war's dann. Da habe ich gesagt, okay, komm, jetzt wird nicht gefilmt, jetzt wird geknipst und die Zeit genossen, die du da hast. Und mit diesem Ding habe ich einen Film verschossen, den ich nach deinem Rezept hergestellt habe. Du hast ein Video gemacht zum Thema, so mache ich meinen Film kaputt. Und das habe ich dich, glaube ich, auch irgendwie entdeckt, glaube ich, ist mein Gefühl, dass ich dich so irgendwie gefunden habe bei YouTube. Was der Irre da macht, finde ich klasse. Und einfach einen Film in Kaffee zu baden und dann hast du das irgendwie gefilmt. Du hast deine Kamera im Herd drin stehen gehabt und hast dann diesen Deckel aufgemacht. Und das heißt also, die Kamera war drin und du hast dann sozusagen von innen raus gefilmt aus deinem Herd. Und das hat mir cool, so viel Spaß gemacht. Da dass ich das einmal klaue ich diese Einstellung irgendwann mal. Das muss ich mir merken. Aber das denke bitte daran, der Herd war aus. Das war vorher. Ja, ich bin mit meinem Legrias ein bisschen ruppiger umgegangen als du. Du warst ja ein bisschen vorsichtig. Ja, stimmt. Du schmeißt sie ja gleich in den Teich. Ja, nur wenn es gefroren ist. Und wenn es Eis hat, dann wird es auch geworfen werden. Ich dachte, das wäre der Einstieg gewesen. Ja. Ja, jedenfalls habe ich diesen Film, das war, glaube ich, ein Kodak, irgendwas Gold, also war nichts Teures. Habe ich dann in Kaffee gebadet, schön trocknen lassen nach deinem Rezept, also erst im Ofen und dann auf der Fensterbank für eine Woche und so und hatte die dann mit in Kuala Lumpur und habe dann da rumgeschossen. Und das Coole an diesem Bild, finde ich, ist, dass diese mystische Goldfigur, die da so rumsteht, umlagert wird von diesen grünen Schleiern und dass die Dinger nicht irgendwo sind, sondern irgendwie tatsächlich um diese Figur drumherum, als würde die da irgendwie zaubern mit dem Zauberstab. Das ist wie immer totaler Zufall, aber cool. Und zusätzlich macht diese Linse so lustige Verzerrungen. Das ist ja so eine Extremweitwinkelgeschichte. Das Ding ist eigentlich 25 mm, ist aber eigentlich dafür gedacht, dass das Blickfeld quasi beschnitten wird. Da ist so ein Plastikrahmen drin, den kann man da rausnehmen. Ja. Und damit schneidest du normalerweise das Bild oben und unten ab. Das heißt, man sieht nicht so ganz, wie weitwinklig das in Wahrheit ist. Aber wenn man es rausnimmt, ist das Loch halt doppelt so groß und dann wird euch der Film belichtet bis in alle Ecken. Mhm. Und dann werden die Ränder so richtig schön weich und verzerrt und gibt da so ein Drehgefühl. Da könnten die ganzen teuren Petzval-Linsen da von Domography sich eine Scheibe von abschneiden. Kauft euch das nicht, kauft euch sowas. Genau. Sag ich mal so aufmüpfig, wie ich bin. Erinnert mich daran, dass ich sie wirklich nochmal kaufen wollte, weil die Aufnahmen echt sahen sehr cool aus mit dem Ding. Ich weiß noch, was ich bei Instagram oder damals bei Facebook oder wo auch immer du das veröffentlicht hast, ich habe da noch was runtergeschrieben, das weiß ich noch und das fällt mir auch jetzt wieder auf, dass der Effekt komplett anders aussieht, als ich den eigentlich von diesen Kaffee-Effekten gewohnt bin. Ja. Weil es nur grün ist und ja, und auch wirklich so schön zerläuft auch, ne? Aber du hast irgendwie nichts. Normalerweise ist ja von der Hitze her, hast du ja immer so einen richtig Liderstich, ne? Und hast du hier gar nicht. Sehr, sehr cool. Also auch ein minimalistischer Effekt. Absolut. Ich meine, die Frage ist so ein bisschen auch, wie heiß so ein Kaffee ist, ne? Also der Kaffee bei mir kam jetzt direkt aus so einer uralten Chivo Nespresso-Maschine, wie das Ding heißt, also wo du eine Kapsel reinstoppst und dann läuft das da mit so knapp, keine Ahnung, handwarm auf in deine Tasse. Also so richtig mit aufgebrühtem Kaffee ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Kick dahinter. Dann ist es wahrscheinlich so etwa da, wo du mit deinem Feuerspielchen so kommst und dann deine Negative anzündest oder, keine Ahnung, über einen Bunsenbrenner verschmelzen lässt. Du bist doch auch Kaffeetrinker. Ich bin auch Kaffeetrinker, ja. Das heißt, wir machen jetzt einen Aufruf. Liebe Kaffeefirmen da draußen, schickt uns beiden doch mal, wir haben ein Impressum, schickt uns beiden doch einfach mal euren Kaffee so gratis nach Hause und wir testen, welche Effekte der macht. Und dann machen wir ein Ranking, welcher Kaffee von welcher Kaffeefirma uns am besten gefallen hat. Den Rest trinken wir.
Das finde ich super. Und bei der Gelegenheit, die Kollegen der Firma, wie heißt das Ding? So eine Tochterfirma von Chibo, die haben jetzt so ganz schicke, stylische Geräte. Die kann man verbinden mit dem WLAN. Ja? Das ist, du kannst quasi von deinem Telefon aus deinen Kaffee vorprogrammieren. Ja. Okay. Das scheitert aber daran, dass du am Ende doch wieder hindackeln musst, weil du dann natürlich diese Kapsel da einlegen musst. Also ich meine, bei aller Liebe zum WLAN und das Internet der Dinge, so ein Quatsch. Wenn ihr es schafft, per Telefon eine Kapsel einzulegen in eure scheiß Kaffeemaschine, dann bin ich dabei. Sonst lass mich damit in Ruhe, meine Kaffeemaschine braucht kein WLAN. So, das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber es musste mal raus. Ja? Mann! Bau dir das selber und mach ein Tutorial draus. Ja! Ich komme mit dem Schraubendreher. Ja. Eine Wurfgeschossanlage. Irgendetwas, was du wie so ein Flipper quasi anstoßen kannst per WLAN, dass er die Kaffeekapsel da reinschießt. Ja. Aber, liebe Kaffeefirmen, wir sind sehr, sehr aufgeschlossen, was euer Kaffee angeht. Und wie gesagt, Rest trinken wir sehr gerne und wir machen auch noch einen Geschmackstest und geben das Ergebnis dann. Öffentlich. Ich wäre sogar bereit, mich kaufen zu lassen, ein positives Votum zu geben, wenn die Kaffeemenge stimmt. Ne? Mit Geld kriegst du mich nicht, mit einem guten Kaffee wahrscheinlich schon. Genau. Und mit einer guten Kaffeemaschine. Ja. Ohne WLAN. Ohne WLAN, genau. So, wir schweifen mal wieder komplett ab. Ja, ja. Ich habe auch noch ein Foto mitgebracht. Bunt. Und zwar ist das es ist gerade Kirmeszeit und deswegen mal hier dieses schicke kleine Foto und es hat noch einen Grund, warum ich das jetzt genommen habe, denn ich habe in meiner Facebook-Gruppe gesehen, dass da jemand sich eine Lasardina gekauft hat und hat das Ding jetzt mal ausprobiert. Der erste Film ist wohl nicht gelungen, wenn ich es richtig gelesen hatte und der zweite Film war richtig cool. Ich habe mir die Fotos angeguckt und ich habe ehrlich so Bock auf die Lasardina bekommen, als ich das gesehen habe. Das ist echt... Das ist eine Sommerkamera, ne? Ja. Und am besten mit einem Diafilm zu benutzen. Und ja, das hier ist quasi aus der Anfangszeit meiner lomografischen Geschichte. Ich glaube tatsächlich auch im ersten Jahr und ist mit der Lasardina, als ich nur eine einzige analoge Kamera besessen hatte, die Lasardina. Und war es deine erste Lomografie-Kamera, die Lasardina? Ja, das war mein Einstieg. Ja, guck, wer hätte das Ihr. Ja, siehste. Siehste, würde Brüder ich keinem im Geiste. Empfehlen. Würde ich keinem mehr empfehlen, aber ich fand's geil. Ich fand's wirklich geil und ich mag sie immer noch. Ich mag sie wirklich immer noch. Ich würde mir sogar noch eine kaufen, aber ich finde den Preis heutzutage immer noch genauso bescheuert wie damals. Ja, das stimmt. Also dementsprechend, welchen Film ich da genommen habe, das war auch tatsächlich noch eine Zeit, wo ich meine Dateien nicht danach beschriftet habe, welchen Film ich genommen habe. Da war ich noch sehr entspannt, was das anging. Heutzutage möchtest du ja wissen, welche Kamera, welchen Film, welche Blende, weiß der Geier, was? Damals hast du einfach eine Datei gehabt, hast dich gefreut, abgespeichert. Was machst du? Das trägst du da alles ein? Ernsthaft? In die Datei. Du nicht? Nein. Doch, du wirst ja permanent. Das ist der Grund, warum ich analog schieße. Ich will diesen Computer möglichst wenig im Spiel haben. Die Dinger werden gescannt, die kommen in einen Ordner, der hat eine Überschrift. Die werden dann durchnummeriert und dann ist fertig. Und dann steht nachher auch mal im Negativ im Heftchen, wo die Dinger so reingeschoben sind, schreibe ich dann mit dem Edding drauf, welche Kamera, wo und wann. Es gab bei Mac damals... Wahnsinnig, was hast du für einen Ordnungswahn? Es gab bei Mac damals eine geniale Foto-App, die heute kannst du ja vergessen, die da heute drauf ist. Und die gab es damals und die war cool, weil du konntest da die Metadaten eingeben. Und dann hat er die wunderbar schön sortiert. Und das war richtig cool. Und wenn du dann nach Film, also Film war mir immer recht wichtig, damit ich selber auch noch wusste, welcher Film macht welchen Effekt, gerade am Anfang. Gut, am Anfang habe ich es ja nicht gemacht. Also, ne, aber so die ersten zwei Jahre habe ich das dann schon gemacht. Also, das steht auf dem Film selber aber auch drauf. Das ist ja schon klar. Ja, den gibst du, ja, aber da sind wir wieder beim Thema, was machst du mit deinen Negativen? Ich habe eine große Kiste. Richtig, und die steht zwei wo? Inzwischen. Wo ja, steht eine die? Große steht schwarze Kiste. Und die werden in so Umschläge gesteckt. Das sind so also schöne A4-Dinger. Man könnte sie abheften. Ja? Ich nicht. Ich beschrifte die und packe die immer schön wieder rein. Das heißt, die alten sind unten und die neuen sind oben. Das ist ein ganz einfaches System. Und ich weiß, dass mich jetzt die ganzen analogen Puristen da draußen wahrscheinlich verhauen, weil es darf man nicht und soll man nicht und es ist gefährlich und geht kaputt und außerdem ist das nicht ordentlich. Und deswegen machst du es. Ja. Außerdem habe ich ein Leben, was sich um mehrere Dinge dreht. Also nicht nur das eine, sondern um verschiedene Dinge, Aspekte. So. Und diese Formulierung sollte zurückführen zu deinem Foto, weil darüber wollten wir eigentlich reden. Da dreht sich nämlich auch was und der Kai hat da Kirmes.
Richtig. Ja, wie gesagt, im Ruhrgebiet ist ja gerade, oder im Ruhrgebiet und Rheinland hier im Umland ist halt quasi gerade Kirmes halt. Es gibt kaum einen Ort, wo nicht gerade irgendwo ein Riesenrad aufgebaut ist oder irgendein Breakdance rumfährt. Und ja, also das Ding gehört tatsächlich zu einem meiner ersten Doppelbelichtungen auch. Und weil Breakdance, den siehst du vielleicht auch, das Schild zumindest vom Breakdance und das Riesenrad dabei. Und ja, ich finde immer noch, das waren übrigens die ersten, wenn ich mich richtig erinnere, die eine der ersten Fotos, die ich tatsächlich damals gesehen habe, wie Leute im Bereich der Lomographie mit diesen Plastikkameras auf Kirmesplätzen rumgelaufen sind und haben da Fotos gemacht. Und die Fotos haben mich damals mit überzeugt, ich muss das auch machen. Es bietet sich total an. Das ist ein wunderbares Ding. Du kannst Verwischungen hinkriegen, weil sich da irgendwas dreht. Du hast cooles Licht. Das heißt, selbst wenn du einfach ohne Effekt was machst, irgendwas ist immer bunt. Ja. Und das ist ja im Prinzip die Grundansage von Lomography, mach mal bunt. Ne? So. Genau. Und das ist großartig. Und du fällst nicht auf, wenn du mit deiner kleinen Plastikcam da stehst, die gerade aussieht, als ob du sie an der Losbude gekriegt hättest. Also meine Maltayanas sind ja im Prinzip dafür hergestellt worden. Ich weiß, du stehst da nicht so drauf, aber das waren teilweise Jahrmarktsgeschenke. Ja? Da hast du erst auf einen Teddybär geschossen und kriegst du eine Kamera. Also eben so, im Prinzip stelle ich mir das vor in 60er Jahren. Ja, so ungefähr wird es wahrscheinlich gewesen sein, ja. Und wenn so nett. Da musstest du erstmal ausprobieren, ob da Wasser rauskommt oder ob du da einen Film einlegen kannst. Ja, und man muss vor allem an dieser Stelle sagen, dass wir keinerlei Gewalt gegen Teddybären in irgendeiner Weise unterstützen. Richtig. Außer wir fotografieren sie dabei. Ja, aber dann in, ja, analog halt. Genau. Hat Spaß gemacht, Junge. Ja, wir machen dieses Format wieder öfters. Ja, muss man wieder da reinkommen in dieses Interagieren, das finde ich ganz cool. Ja, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war unser kleiner Dia-Abend und ja, danke Dennis. Und wer den guten Mann da drüben noch nicht kennt, der geht doch bitte auf seinen Kanal, abonniert das Ganze bitte. Und ja, ich hoffe in Zukunft wieder viel, viel mehr zusammen. Ja, so viel wie schön. Ja, wir müssen einen Terminkalender irgendwie freiräumen, damit wir da mehr Termine eintragen können. Wir sind ja eigentlich eine YouTube-Band, das weiß ja gar keiner. Wir genau. Sind ja im Prinzip die Backstreet Boys des analogen YouTube-Fotografierens. Oder Queech Boys sozusagen. So in der Art. Chris Cross. Richtig, wer kennt die Queech Boys noch? Unten in das. Ja. Ah, oh, ich muss eine Sekunde nachdenken, aber jetzt weiß ich es wieder. Ja. Fällt es dir wieder ein, wo die Queech Boys war? Ich sag nur Hallo. Richtig. Aber unten in die Kommentare. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich bin raus. Ciao. Weiter knipsen.